Meine Wellensittiche sind bei mir im Zimmer. Dürfen sie neben dem Fernseher stehen? Das werde ich oft in den Kommentaren gefragt. Viele Wellensittiche stehen in einem Wohnzimmer, Kinderzimmer oder Schlafzimmer, weil einfach der Platz für ein großes Wellezimmer oder eine Voliere fehlt. Wo ist nun der beste Standort? In einem Zimmer, wo auch ein Fernseher steht? Das und mehr erfährst du in diesem Video. Ein Wellensittichkäfig braucht sehr viel Platz. Er hat eine Länge von mindestens 80 cm. Deshalb ist es oft nicht leicht, den geeigneten Platz dafür zu finden. Manche stehen auf einem eigenen Ständer, andere auf einem Unterschrank. Dass der Käfig in einem Wohnraum steht, in dem du dich viel aufhältst, hat aber auch seine Vorteile. Die Wellensittiche haben dich so immer um sich, gewöhnen sich leichter an dich und werden daher auch schneller zahm. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sie mindestens 4 Stunden Freiflug brauchen, einen Freiflugspielplatz und dass sie alle 10 Minuten etwas fallen lassen. In einem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kinderzimmer steht meistens auch ein Fernseher. Darf der Käfig neben dem Fernseher stehen oder nicht? Der richtige Standort in einem mit Möbel vollgestellten Zimmer zu finden ist alles andere als leicht. Er soll nicht am Fenster stehen, wenn er dort direkt der Sonneneinstrahlung oder Zugluft ausgesetzt ist. Die meisten Fenster sind nicht dicht. Auch darf in dem Raum mit den Vögeln auf keinen Fall geraucht werden. Das verkürzt die Lebensdauer der empfindlichen Piepser wesentlich und schädigt ihre Atemwege. Außerdem ist das Nikotin giftig für die Vögel. Der Käfig sollte auch nicht unmittelbar gegenüber dem Fernseher stehen, denn Wellensittiche sehen anders als wir. Sie sehen keinen Film, sie sehen ein Flackern. Hast du schon einmal unter einer Neonröhre gesessen, die kaputt war? Dann weißt du, wie unangenehm das ist, wenn das Licht dauernd flackert. Du tauschst sie so schnell wie möglich aus. Wer neben Wellensittich und Co. fernsehen möchte, sollte auch auf die Lautstärke achten. Je lauter der Fernseher ist, desto lauter zwitschern die Piepser mit. Man versteht oft sein eigenes Wort nicht mehr. Sie können Frequenzen hören, die wir nicht hören. Ja, und sie können erschrecken, wenn es plötzliche Geräusche gibt, wie Gewehrschüsse, Explosionen oder laute Musik. Deshalb stell den Fernseher leise oder nimm Kopfhörer. Oder mach mal was anderes, anstatt fernzusehen. Eine Nachtruhe von mindestens 8 Stunden sollte unbedingt eingehalten werden. Was kann man also tun, wenn man die Sittiche bei sich im Wohnzimmer hat, in dem auch der Fernseher steht? Den Käfig nicht direkt gegenüber oder neben den Fernseher stellen. Abends den Käfig abdecken. Das kann helfen, das Flackern für die Piepser zu reduzieren. Tagsüber sollte man ihnen das Tageslicht nicht nehmen. Besser Freiflug gewähren, weil sie sich dann irgendwo eine Stelle suchen können, wo das Flackern nicht so stört. Wahrscheinlich sitzen sie dann auf dem Schrank oder der Gardinenstange. Am besten, du siehst weniger fern und beschäftigst dich mehr mit deinen Piepsern. Sie werden es dir danken. Du kannst ihnen Spielchen beibringen, vielleicht das Skaten oder das Volleyball spielen. Und ihr werdet viel Freude miteinander haben. Das macht dir und deinen Piepsern sicherlich mehr Spaß. Montag und Freitag gibt es ein neues Video mit einem Thema Tipps und Infos über die artgerechte Haltung von Sittichen. Abonniere meinen Kanal, um nichts zu versäumen.